Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Ich habe mir das Kit Dieb gekauft, wir spielen ja in Biom Forest. Und was der Dieb kann, erkläre ich gleich, beziehungsweise seht ihr das gleich schon. Die Runde ist leider nur zur Hälfte voll, aber das macht nichts. Und zwar kann der Dieb, oh Gott, alle Truhen instant leeren, wenn ich denn hier mal irgendwie was Besseres gemacht hätte. Ja, egal. Wir haben zumindest einen Bogen und ich habe glaube ich auch schon gesehen, ja, wir haben zwei Pfeile. Zwei Pfeile haben wir. Ja, mehr kann der Dieb auch nicht. Der Dieb kann quasi auf eine Kiste draufklicken und dann ist alles sofort aus der Kiste in deinem Inventar drin. Super, oder? Allerdings ist da der Nachteil, dass man halt wirklich alles nimmt, auch Sachen, die man gar nicht haben möchte. Und dass man eventuell nicht weiß, was man hat. Ja, ja, man weiß nicht, was man hat. Weil man dann erstmal in den... ins Inventar reingucken muss. Eventuell. Damit man überhaupt sieht, was man hat. So, wir haben leider kein Schwert. Oh, oh. La, 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 la. Nee, Team wär auch uncool. Und wir als kleiner Dieb müssen jetzt ein paar Kisten suchen, weil wir sonst kein Schwert haben und uns dann auch nicht verteidigen können. Mehr kann der auch nicht eigentlich, nur diese Kisten öffnen. Ja, das, aber das ganz schnell. Darin ist er gut. Darin ist der Dieb gut. Darin sind wir gut. Ja, ja. Eigentlich wollte ich mir die Katze kaufen, aber dann hat mich der Dieb so angeguckt und hat gefleht, kauf mich doch bitte statt diese Katze, es haben schon so viele Leute die Katze. Und dann musste ich einfach den Dieb nehmen, tut mir leid. Aber dann nehme ich den Dieb als nächstes, die Katze als nächstes. Wenn ich wieder 20.000 Punkte habe, muss ich mir ja erstmal freispielen. Aber dann könnt ihr auch irgendwann die Katze sehen, genau. Und wir müssen jetzt erstmal ein paar Kisten suchen. Wieso sind hier keine Kisten? Wenigstens sind die Gegner weit weg. Aber wenn wir gleich in den Kampf geportet werden würden, dann sind wir tot. Wir haben nicht mal ein Holzschwert. Vielleicht sollte ich mir ein Holzschwert machen. Das kann doch nicht sein. Wo sind denn Kisten? Ich habe doch eben eine gehört. Oh Gott. Oh ja, natürlich wollen wir... Warte, warte, da ist einer hinter uns. Ich laufe einfach mal. Da hinten ist einer. Ich nehme mir meine Level. Na gut, der kommt aber wenigstens nicht näher. Ah. Und das Gute ist, man kann einfach im Vorbeigehen quasi Kisten öffnen. Cool, oder? Jetzt haben wir wenigstens auch ein paar Pfeile bekommen, habe ich gesehen. Die kämpfen da hinten. Oh, ich habe getroffen. Ja, Sniper. Hallöle, Hallöle, Hallöle. Tötest du sich selber? Der hat sich selbst getötet. Wo ist er aufgekommen? Er hat in diese Richtung geworfen. Ich schau mal. Vielleicht hatte der ja ein Schwert dabei. Hallo, hallo. Wo ist die Ausrüstung von dem? Ach komm, der hat sich doch irgendwo hier hinten hinge... Ich find's nicht. Ich find's nicht. Wir öffnen einfach ein paar Sachen. Kriegen wir auch Sachen. So, wir könnten uns zumindest ein Eisenschwert machen. So, das ist doch schon mal besser als gar nichts. Nehmen wir das Ding wieder mit. Ich hoffe, da kommt einfach keiner. Nee. Und da hinten sind noch Kisten. Wir müssen ganz viele Kisten sammeln. Oh Gott, Gegner. Da ist tatsächlich ein Gegner. Oh, das ist uncool. Gut, dass wir den Speedblock genommen haben. Jetzt zischen wir ja weg. Hui! Diebe kann sowieso keiner kriegen. Haltet den Dieb. Aha, nein, aber nicht, wenn wir der Dieb sind. Hui. So. Cool. Und ich habe meine letzte Dings hier auf F gelegt. Jetzt kann ich, egal wo ich bin, immer auf F drücken und dann bin ich gleich da hinten. Cool, ne? Das geht dann bestimmt viel schneller, dahin zu switchen. Und eigentlich hätte ich da... Oh, wir können uns ein Diaschwert machen. Wir können uns auch ein Diaschwert machen, wenn wir... Ja, wir haben einen. So. Diaschwert. Schöne Sache. Könnt das weg. Den Crafting Table hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Können wir uns einen neuen craften? Nee. Dann... Hallo Gegner. Wurdest du schon ein paar Mal angehittet? Dürfen wir dich dann... Oh, das war verzielt. Ach, komm schon her. Okay, da hinten ist noch einer. Okay, lassen wir ihn und wir machen einfach Sachen für uns. Wir verzaubern. Wir haben ja genug Level, warum nicht? Stärke 1, was sonst? Und Schärfe 1. Perfekt. Perfekte Musto, dann... Wo sind die? Da hinten ist einer. Power! Power! Okay, ich treffe ihn nicht, ich habe auch Angst vor dem anderen. Vor dem da. Ja, mein Powerbogen, hast du keine Angst vor uns? Okay, ich habe aber Angst vor dir. Wo ist der andere? Ich habe Angst vor den anderen, dass der einfach von hinten ankommt. Okay, komm her! Ich habe ein Schärfeschwert auch noch. Okay. Der hatte zumindest Schuhe dabei. Ich habe jetzt trotzdem Angst vor den anderen. Okay, der andere ist weggelaufen. Nein, die Schuhe sind weg. Oh nee, die schönen Schuhe.
Die wunderschönen Schuhe. Wieso? Schade drum, egal. Öffnen wir halt noch ein paar Kisten. So. Ich drücke mal E, dabei muss ich das gar nicht machen. Der öffnet und schließt die Truhen von alleine. Das ist eigentlich ganz cool. Ist die da neu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht. Ah, blöde Kiste. Hättest mich doch wenigstens einmal draufklicken lassen können. So, wir könnten... Was können wir denn machen? Wir können eigentlich gar nichts machen. Groß. Wir könnten... haben wir ein Crafting Table? Natürlich nicht. Ich hätte ihn wirklich mitnehmen sollen. Ah, verdammt, wir brauchen jetzt irgendwie ein Crafting Table. Steht hier nicht zufällig einer? Nee. Na gut, dann machen wir uns einen eigenen. So, ich hoffe, der Gegner kommt nicht... Naja, ich glaube nicht. Und dann machen wir uns einen Crafting Table ganz schnell. Gucken, ob der Gegner näher kommt. Kommt dann nicht. Und machen uns eine Eisenhose. Eine Eisenhose. Ist schon mal besser als eine komische Lederhose. Was haben wir hier eigentlich? Trank der Schnelligkeit. Oh, kann man auch einsetzen, wenn man will. Okay, der kommt anscheinend näher. Dann setze ich das Ding einfach mal ein. Wie lange hält denn das? 2 Minuten? Krass. Das ist echt krass. Oh, danke. Da waren Schuhe dabei. Die nehmen wir. Das Ding nehmen wir auch. Dann sind wir schon recht nice ausgerüstet. Wir haben einen goldenen Apfel. Wir hätten hier ein bisschen Brot, das wir machen könnten. Wir dürfen eigentlich unseren Speedbuff nicht so weit... Ach, hier waren wir doch auch schon mal. Unseren Speedbuff so wenig nur nutzen. Nehmen wir den halt kurz noch mit. Und wer ist... Lissertia? Kenne ich die nicht? Lissertia? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Auf jeden Fall sind wir nur noch zu dritt. Und Lissertia ist die nächste. Hä, irgendwie, glaube ich, kenne ich den Namen. Okay, tut mir leid, Lissertia. Ja, wenn ich dich kenne, ich muss dich jetzt trotzdem töten. Oder du tötest mich einfach. Das wäre auch okay. Shit. Habe ich eigentlich Enderperlen? Nee, ich habe immer noch keine Enderperlen. Das ist schlecht. Von... Oh, Lissertia im Finale mit mir. Okay. Good luck. Mal gucken, ob sie antwortet. Vielleicht sagt sie ja, ich kenne dich. Oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall danke für die Brust. War da irgendwo noch ein Helm? Nee. Gut, dann machen wir das einfach mal weg. Okay, das heißt aber, sie hat gegen einen mit guter Ausrüstung eigentlich gewonnen. Wow, okay. Scheint, als wäre sie gut ausgerüstet. Hat sie irgendwas geantwortet? Ja, good luck. Okay. Oh, hab gar nicht gemerkt, dass... Ja, sie kennt mich. Dein Name bekannt vorkommt. Das mit deinem Namen... Ja gut, das sollte eigentlich mir heißen, natürlich. Ja, freut mich. Ja, cool. Yay, Lissertia. Wir beide, du und ich, im Finale. Finde ich witzig. Ehrlich gesagt. Okay, wo bist du denn? Da drüben bist du. Schreibt sie? Nein. Okay, dann können wir ja kämpfen. Attacke! Au! Oh nein! Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dich noch kein einziges Mal getroffen. Oh. Tja, jetzt bin ich hier. Was machst du jetzt? Ich habe halt leider keine Ender... Oh, ich habe auch keine Pfeile mehr. Oh, oh. Oh, das ist uncool. Da, brenne! Brenne, Lissertia! Brenne! Und verbrenne! Yay! Verbrannt. Aber war richtig gut ausgerüstet. Cool. Ja gut, das war jetzt nicht so ein spektakulärer Kampf, aber ich hätte wahrscheinlich im Boxkampf gegen dich verloren, Lissertia. Ich hoffe, ich habe deinen Namen auch richtig ausgesprochen. Yay! Cool. Ich fand das witzig, weil ich die halt kannte. Wow. Die Lava hat mich gerettet. Juhu, ich habe endlich mal eine Lava gut eingesetzt. Ja gut, ja gut, das braucht ihr nicht sehen. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall. Aber recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet Spaß. Der Dieb ist halt ganz witzig. Als nächstes würde ich mir dann die Katze freischalten, wie schon gesagt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.